einem Jahre alte Erdgeschichte Südniedersachsens anhand weniger kurzer Erläuterungen näher bringen. Die vier ältesten Sediment-, Vulkan- und Tiefengesteine des Erdaltertums treffen wir, zum Teil in sichtbaren Falten freigelegt, an der Erdoberfläche im Harz an. Im Steinkreis begegnen sie uns unmittelbar links vom sprechenden Stein. Im Uhrzeigersinn folgen zwei weitere Sedimentgesteine aus dem Südharz, die noch im ausgehenden Erdaltertum als Meeresablagerungen entstanden sind. Zusammen mit weiteren Gesteinen bilden diese den Sockel unserer Region, der allerdings weitgehend im Untergrund verborgen ist. Weiter folgen insgesamt sechs Gesteinsblöcke aus Sedimentgesteinsschichten des Erdmittelalters im Weser-Leine-Bergland. Diese Kalk- und Sandsteine entstanden teils als Meeresablagerungen, teils an Küsten oder als Flusssedimente. Ihre unterschiedliche Verwitterungsbeständigkeit zeigt nachhaltig nicht nur das Klima.